Der Kampf gegen die Erderwärmung gilt als eines der Kernthemen der Gespräche zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Peking. Den beiden liegt ein unterschriftsreifer Text über Klima und biologische Vielfalt vor, in dem sie die Unumkehrbarkeit des Pariser Abkommens bekräftigen, so der Élysée. Wichtiger Hintergrund: Die Vereinigten Staaten haben die UNO gerade offiziell um ihren Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen gebeten. Emmanuel Macron. Dans le respect de l'accord de Paris. Wenn wir das Übereinkommen von Paris einhalten wollen, müssen wir unsere Verpflichtungen zur Verringerung der Emissionen im nächsten Jahr verstärken. Und wir müssen im nächsten Jahr neue Verpflichtungen für 2030 und 2050 bestätigen. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen China und der Europäischen Union entscheidend. Entre la Chine et l'Union européenne est décisive. Ein Sprecher der chinesischen Regierung. China bedauert, dass die USA offiziell den Prozess des Ausstiegs aus dem Pariser Abkommen begonnen haben. Wir glauben, dass der Klimawandel eine gemeinsame Herausforderung für die gesamte Menschheit ist. Alle sollten sich zusammenschließen, um zusammenzuarbeiten, wobei jeder sein Bestes tut, um gemeinsam damit fertig zu werden. Das Klimaabkommen von Paris wurde 2015 auf der UNO-Klimakonferenz in Paris verabschiedet und sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten vor. Seit gut 2 Jahren will US-Präsident Donald Trump raus aus dem Abkommen. China ist heute der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen, aber die Vereinigten Staaten und Europa stoßen schon viel länger CO2 aus. Wenn China es schaffen würde, den Anstieg seiner Verschmutzung vor 2030 zu stoppen, könnte das den Ausstieg der Amerikaner ausgleichen.